Am 14. Juli 1990 ereignete sich in München ein Mord, der die Medien und vor allem die Bayern lange beschäftigen sollte. Als die Leiche des beliebten bayerischen Volksschauspielers Walter Sedlmayr einen Tag nach der Tat von seinem Privatsekretär gefunden wird, sickern zahlreiche Details durch. Sedlmayr wurde im Schlafzimmer in seinem Bett liegend gefunden. Die Obduktion ergab, dass Sedlmayr wohl vor dem Tod bereits mit einem Messer schwer verletzt, ja fast schon gefoltert worden war und anschließend mit einem Hammer erschlagen wurde. Um den Leichnam herum auf dem Boden lagen verteilt Kondome, Gleitmittel, Peitschen und dergleichen. Die Ermittlungen ergaben schnell, dass diese Gegenstände nur eine falsche Fährte legen sollten. Jedoch wurde nun auch der Öffentlichkeit bekannt, dass der Vorzeige-Bayer homosexuell war. Gerade im konservativen Bayern Anfang der 90er Jahre ein Skandal. Die Presse schlachtete jedes kleine Gerücht aus. Doch die Ermittlungen führten zunächst zum Privatsekretär des Toten. Er war einer der wenigen, die von der Homosexualität wussten. Durch ihn wurde intensiv in der Stricher- und homosexuellen Szene ermittelt. Dies bestätigte jedoch auch den Verdacht, dass der Tatort manipuliert war. Als der Privatsekretär ein schlecht gefälschtes Testament vorlegte, laut dem er der Alleinerbe des Sedlmayr-Vermögens sei, geriet er in Verdacht. Dieser erhärtete sich jedoch nicht. Er wurde später der Urkundenfälschung angeklagt und verurteilt. Am 21. Mai 1991 verhaftete man Wolfgang Werl und seinen Halbbruder Manfred Lauber. Werl war früher eine Art Ziehsohn und Geschäftspartner für Sedlmayr gewesen. Als Sedlmayr herausgefunden hatte, dass Werl ihn offenbar mehrfach um Geld betrogen hatte, plante er wohl, Werl zu verklagen und als Geschäftspartner zu feuern. Dies nahm Werl wohl als Anlass, zusammen mit seinem Halbbruder Sedlmayr zu ermorden. Im Jahr 1993 wurden die beiden in einem Indizienprozess zu jeweils lebenslanger Haft verurteilt. Beide versuchten, das Urteil anzufechten, jedoch erfolglos. Werl und Lauber wurden im August 2007 bzw. im Januar 2008 auf Bewährung aus der Haft entlassen. Die Brüder versuchten im Anschluss an die Freilassung mit Unterlassungsverfügungen ihren Namen aus Online-Archiven entfernen zu lassen. Am 15. Dezember 2009 entschied der Bundesgerichtshof, dass die beiden Verurteilten kein Recht auf Löschung ihrer Namen haben. Der Europäische Gerichtshof bestätigte das Urteil des Bundesgerichtshofes im Jahr 2018 noch einmal. Werl und Lauber bestreiten bis heute ihre Schuld.